Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen wir ein kleines Game an, welches am 4.1. erschienen ist. Dieses erinnert an Clash of Clans, was momentan sehr im Hype ist. Bei dem Spiel, was wir heute testen, handelt es sich um My Land, ein kleines Strategie- und Indie-Game, welches vor ein paar Jahrzehnten spielt. Schaut gerne rein und lasst einen Daumen nach oben da, wenn wir öfters kleine Minigames testen sollen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Also das ist auf jeden Fall von Steam, das Spiel. Dieses Spiel sieht für mich so ein bisschen aus wie Clash of Clans, beziehungsweise es ist vom Spielgeschehen halt ähnlich. Es ist halt ein Indie-Game, auch mehr so simulatorenmäßig. Man muss auch Strategie anwenden, man muss sein Land verteidigen, man ist ein paar Jahrzehnte zurück, man hat seine eigene Stadt und dann muss man halt versuchen, sein Land zu verteidigen, kann das ausbauen. Also ähnlich wie Clash of Clans oder andere Spiele. Ich würde es jetzt auch am ehesten dann damit vergleichen, weil das ja auch mehr so mobile-mäßig aussieht. So, dann gucken wir mal, was wir machen müssen. Ich habe tatsächlich ja noch nie so ein Spiel gespielt. Momentan für 1,08 € anstatt für 3 €. Ah, wir können reiten. Ah, hier müssen wir hin. Und jetzt sammeln wir das ganze Holz ein. Es ist schon süß ein bisschen, ne? Kann ich arbeiten hier? Jetzt haben wir den weggeschickt oder was? Ach so, nee, es wird hier uns angezeigt, was wir machen müssen. Ah, und hier können wir das verkaufen. Okay. Und jetzt gehen wir in unser Schloss, oder? Ach, das war schon der erste Tag. Jetzt haben wir das erweitert, beziehungsweise verbessert. Und haben auch schon sogar genug Geld, um unser Castle aufzuwerten. Ich weiß natürlich nicht, ab wann hier die ersten Gegner kommen. Wir können ja auf jeden Fall nochmal weiterverkaufen. Invasion. Ach so, in 3 Minuten kommt. Das ist aber schon ein krasser Gegner hier, ne? Wenn der hier kommt, habe ich ein bisschen Schiss. Können wir mal ein bisschen schneller arbeiten hier? Wir müssen jetzt, glaube ich, hier aber unsere Verteidigung ein bisschen ausbauen. Haben wir überhaupt schon eine Verteidigung? Was ist das? Und hier haben wir jetzt eine Truhe. Was bietet die uns? Geld. Oh, hier ist halt irgendwie so ein Verwundetengraben oder sowas, ne? Jetzt haben wir mehr Mitarbeiter. Das ist schon mal sehr gut. Ach so, das sind unsere Verteidigungstower wahrscheinlich, ne? Oh Gott, ist das unser erster Gegner? Okay, wir beschießen hier gerade anscheinend schon jemanden. Aber bringt das gerade was, dass der schießt? Ich teste mal, das hier eben zu erweitern, dass man die 34 Sekunden noch... Okay, gleich beginnt die erste Invasion. Wir haben den gekillt. Okay, die erste... ich muss jetzt kämpfen, Leute. Ich weiß nicht, wie man kämpft, ne? Oh Gott! Der greift es an hier! Oh mein Gott, Hilfe! Wir haben gerade ein Problem gerade, ne? Das wisst ihr. Die greifen unser Schloss an. Ich wusste ja nicht, dass hier direkt bei der ersten Invasion so viele hier ankommen. Also irgendwie, wenn wir die anrennen... Dann boxen wir die. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ha, guck mal, GG, wir haben es geschafft. Obwohl doch, ein bisschen reich sind wir schon. Ich baue jetzt hier einfach alles aus, was geht. Was ist das hier? Oh, geil, jetzt können wir hier auch Erze abbauen. Wir müssen auf jeden Fall hier unsere Tower ausbauen. Ey, wir sind gleich down. Was passiert, wenn wir down sind? Sollen wir das mal testen, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Wie können wir uns heilen? Wir haben ein Problem. Ah, wir haben wieder voll... Warum haben wir jetzt wieder volles Leben? Noch weitere Erze. Kohle. Wie cool. Och man, das erschreckt mich immer so. War vor allem unsere Mitarbeiter, die hauen dann auch einfach alle ab. Unsere Untertanen hier, ne? Ey, jetzt hier nicht unser Schloss angreifen. Ich glaube, es hakt. 10 Münzen kriegen wir nur dafür, dass wir die hier besiegen. Guck mal, unser Schloss ist so stark. Hier kämpft der König noch selber, ja. Aber wir haben jetzt echt hier schon... Wo laufe ich eigentlich hin? Da hinten schon die ganze Welt, ne? Oh, was haben wir denn jetzt hier auch noch? Metall. Na Leute, wir haben eigentlich schon mehr oder weniger. Fast das Ende. Also ich muss sagen, ich finde die Aufmachung süß. Die Aufmachung finde ich süß. Und ich meine, das ist halt, glaube ich, so ein typisches... Minigame, so für 1 €. Ich weiß natürlich nicht, was da noch alles dazukommt, ne? Weil, ich meine, wir sind hier bald überall am Rande der Welt und wir haben jetzt eine halbe Stunde oder so gespielt.
muss man natürlich sehen, wo die Reise hingeht. Aber ich meine, es ist auf jeden Fall süß gemacht. Und ich meine, die Spiele sind ja alle ähnlich aufgebaut. Deswegen, vielleicht tut sich das ja noch, tut sich da ja noch was. Das Spiel kostet momentan um die 1 Euro. Also ein Eröffnungsangebot sozusagen auf Steam. Ich denke, für den Preis kann man es auf jeden Fall mal antesten. Wenn man sowieso in diese Richtung Spiele spielt und das Genre einen sehr interessiert. Ich finde, es ist sehr süß aufgemacht, wie ich auch schon erwähnt hatte. Also gerade, ja, die Grafik und die Illustration finde ich ganz süß. Es ist jetzt natürlich noch die Frage, wie das Spiel erweitert wird und was dann noch so alles dazu kommt. Ob es dann auch wirklich langfristig lohnenswert ist, das Spiel zu spielen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Solltet ihr das Spiel auch testen wollen, gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn wir öfters so kleine Minigames mal testen sollen und nicht nur die großen Pakete. Ihr könnt uns auch super gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein neues Video mehr auf unserem Kanal. Schaut super gerne bei unseren anderen Social Media Kanälen vorbei, die ihr jetzt hier eingeblendet seht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!